Ja, also wieder bei Donkey Kong 64. Beim letzten Mal haben wir die Kristallwelt betreten und die packt jetzt schon die eklige Minispiele aus. Mit einem Minispiel, wo ich die Gegner nicht treffen kann, gefühlt. Obwohl ich eindeutig in die Richtung schieße. So, ein bisschen auf Abstand halten hier. Oder auch nicht! Ist ja nicht so, als würde ich in eine Richtung schießen, du dummer Kremlin. Welcome to Bonus Day. Oder die mich einfach nicht treffen können. Nee, den habe ich auch nicht schon 30 Mal angeschossen, bevor der gespawnt ist. Hallo? Geht das nur mir so oder treffe ich die wirklich einfach nicht? Also, eigentlich schon, aber der zählt das nicht als Treffer. Da hat er auch erst sehr viel später registriert, dass ich ihn getroffen habe. Eigentlich muss ich die echt abschießen, während die noch spawnen. Ich habe jetzt schon keinen Bock auf dieses Minispiel, ne? Ich weiß nicht, was das Spiel macht, dass es einige Minispiele echt kaputt macht. Und zwar so richtig. Weißt du, Anfang von Minispiel, ja, das ist herausfordernd. Das ist cool. Und jetzt so, nö, Minispiel scheiße. Wie, du willst den Gegner treffen und hast ihn eindeutig getroffen? Nein, hast du nicht. Ist voll daneben geschlagen, Loser. Ich habe sogar gesehen, wie da die Animation war, dass ich ihn getroffen habe. Und der hat sich einfach nicht dran gestört. Wie, ich hab drei Kokosnüsse in meinen Maul bekommen. Scheiß drauf, ich mag Kokosnüsse. Das Spiel ist schon geil, ne? Zum Glück nicht nervig. Okay, Schnitt, bis ich's geschafft hab. Bis gleich. Alter! Also ich kann mit Abstand sagen, das war die schlimmste Banane bisher in diesem Spiel. Kein einziges von den Jetpack-Level von Diddy kommt dagegen an. Nein! Und ich würde sagen, ich mache nur einen kurzen Schnitt, dann habe ich das sicher, dann sind wir gleich wieder da. Bis gleich. So, da wären wir wieder zurück. Ich weiß jetzt zum einen gar nicht mehr, wie lange es jetzt im Endeffekt gedauert hat.
Dementsprechend sage ich jetzt einfach mal, das waren jetzt so 5 Minuten. Knallt wieder alles runter. Ja. Wir machen jetzt einfach quasi hier nochmal ein paar Minuten weiter. Oh Gott, ey. Wie gesagt. Selbst die Raketenlevel von Didi würde ich eher machen als das hier. Und das will was bedeuten. Dann haben wir auch noch Chunky. Nochmal Lanky. Nochmal Lanky. Okay. Nochmal Lanky. Haben wir noch mehr was für Chunky? Ist da ein Schalter von ihm da drauf? Ne, da soll ein Stein einfach drauf. Okay. Das geht auch. Ich habe was gefunden. Wow. Wow, Donkey. Wow. Du bist der dümmste Affe, den ich jemals gesehen habe. Ich wollte eigentlich ihn einfach ganz normal schlagen. Aber nein. Donkey meinte, ja, nö, ich bin noch mitten im Lauf. Ich springe. Jetzt klettert er wieder hoch. Jetzt müssen wir nur noch was wiederfinden. So, mir wurde gesagt, das kann den One-Hitten, wenn ich in seine Nähe komme. Ja, kann es. Sehr schön. Danke. No! Ich gehe einfach hier lang jetzt. Eigentlich wollte ich mich doch oben rumgucken, aber... Das mache ich jetzt sowieso. Die obligatorische Höhle hinterm Wasserfall. Oh. Was habe ich nach oben gerade gesehen? Ach, guck mal. Da ist nicht zufällig noch eine Melode für mich. Vielleicht. Eine extra Melone und ein Instrument-Upgrade. Yo, Kiebe. Den letzten Melonen. Also eigentlich habe ich jetzt quasi von ihr 2 Melonen bekommen. Ja gut. Brauche ich noch? Ja. So, was haben wir denn da oben? Auf jeden Fall schon mal Bananen für Donkey Kong. Und ich kann hier Musik spielen. Was war da noch für ein Porter? Ah, für Chunky. Okay. Na dann, machen wir mal ein bisschen Musik. Ja, ich würde sagen, rein da. Was? Hilfe? Moment. Ah, ich kann hier drin keine Musik spielen. Okay. Gut zu wissen. Okay, ich darf mal wieder neu hier rein. No! Ich wollte da gerade drauf. Ich glaube, ich weiß, was ich machen soll. Ach, Moment, das ist die neue Munition, ne? Wie ich das gerade richtig sehe. Benutze ich die nochmal? Achso, die verfolgt automatisch. Das ist ja geil. Nicht ewig weit, aber... Ups. Ah, okay. Das war sogar das, was ich hier machen musste.
Ich wollte doch nur diese Banane haben. Er sagt nicht, oh geil, ich darf alle nochmal bekämpfen. Oh geil. Dann gib jetzt endlich diese Bananen da. Danke. Ist hier irgendwo noch eine Banane? Nein. Okay, dann machen wir das eben nochmal. Darf ich da mal drauf? Noch ein bisschen die Heilung. Wobei, Moment. Holen wir uns erst die Banane. Ich glaube, die Heilung kann ich auch wieder vergessen. Die Schulex weg. Gehen wir einfach. Die will ich zwar nicht einsammeln, aber die liegen mir gerade leider voll im Weg. Ist hier. Achso, hier ist wieder für jeden was, ne? Wobei ich das für Lanky noch nicht gesehen habe. Kann man da noch weiter hoch? Ja, kann man. Okay, hier haben wir das für Lanky und sogar noch eine Teleportplatte. Sehr schön. Kann ich dann noch weiter hoch? Nein. Okay, dann haben wir hier zumindest für jeden Kong eine Banane später. Ich glaube, ich werde es in diesem Level wieder so machen, dass ich jeden einzelnen abgehe. Und erstmal so viel finde, versuche zu finden wie möglich. Irgendwie hat mir das doch besser gefallen als im letzten Welt, wo ich einfach alles kreuz und quer gemacht habe, wie ich es gerade gefunden habe. Okay, wieder ein bisschen Chunky. Ihr könnt mir ja sagen, wie ihr es machen würdet. Würdet ihr lieber, oder würdet ihr eher einfach alles nacheinander machen, so wie ich es jetzt quasi versuche? Oder nach dem Motto, oh, da ist was, ich wechsle mal eben den Charakter. Ah, sehr schön. Da ist noch ein Haus. Oh, für Donkey auch. Wie laufe ich gerade über alle von Donkey Kongs Bananen? Huch. What? Irgendwo eine Blaupause aktiviert. Okay. So, da haben wir die Banane. Ich habe so eine Idee, was ich da machen muss. Ich glaube, ich darf hier sowas wie Memory spielen. No. So, wo war das? War das das hier? Oh Gott, das wird knapp. Also, nicht schaffbar. Na gut, ich warte eben, bis die Zeit abläuft. Dann probiere ich es nochmal von vorne. So. Wobei, wo wir gerade hier sind, machen wir das zuerst. So, blanke Panik. Das ging ja schnell. Geil. Was? Ach so. Oh, wow. Heißt, jedes Mal, wenn ich das Ding nochmal versuchen möchte, werde ich dann mal wieder in die Ausgangsposition rausgeportet. Manchmal liebe ich dieses Spiel nicht. Komm, wir machen erstmal das mit Carol-Platte zuerst. Also an entgegengesetzten Teilen des Raumes die Blaupausenviecher hinzustellen ist nicht geil. Donkey Kong, nicht in den Abgrund springen. Haben wir doch schon abgesprochen. Wow. Wow.
Bist du der dümmste Affe, den ich kenne? Ich habe das Gefühl, vor allem bei den Karoo-Platten funktioniert meine Sprintattacke nicht. Nach dem Motto, ja, jetzt möchte ich dir voll ins Gesicht treten, meinen Füßen durch, bleib stehen und schlag einfach. Ja, schon wieder. Die Dinger bremsen mich einfach voll. Nach dem Motto, wenn ich gegen die laufe, stehe ich einfach instant. Das ist voll blöd. Und wie fett die auch einfach sind. Könnt ihr mich bitte nicht immer genau in den Abgrund schmeißen? Es gibt genug verschiedene Richtungen, in die mich schlagen könnten. Es dauert immer so lange, dahin zu gehen. Relativ gesehen. Also ich muss sagen, bisher gefällt mir die Welt gar nicht von den Spielen, die es bisher hier gibt. Null. Ich hoffe, die anderen Kongs haben viel angenehmere Sachen. Hallo? Attacke? Wow. Ist ja nicht so, als hätte ich gerade meinen Attackenknopf die ganze Zeit gedrückt gehalten, um einen Angriff aufzuladen, mit dem ich die umhaue, aber nein. Spiel dachte sich, nö, hast du nicht. Warum auch? Wer braucht schon den Attackenknopf? Nein, 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 nein! Hilfe! Achso, ich kann meine Attacke auch einfach abgebrochen werden, wenn es weiter nichts ist. Ich bin sowieso gleich tot hier. Hä? Was habe ich da jetzt noch mit erwischt? Diese Melone. Nein! Wisst ihr, ich will nur eben kurz hingehen und ihm ins Gesicht schlagen, aber Donkey Kong sofort, nein. Ich springe in den Abgrund. Weißt du, ich gehe nur so hin, zack. Mach das sofort. Ich habe den Knüppel eigentlich schon losgelassen. Aber Donkey denkt sich, nein, ich springe jetzt in den Abgrund. Kann ich bitte an euch vorbeispringen einfach? Ich will euch nicht. Oh wow. Oh wow. Ich könnte kotzen bei diesem Minispiel. Ich könnte kotzen bei diesem ganzen Part. Ich könnte auf Donkey Kong einfach kotzen. Boah. Naja, wie eben auch. Schnitt, bis ich es geschafft habe. Meine Güte. Was ein Scheiß. Einfach nur, was ein Scheiß.
Ich bin zwischendurch sogar Game Over gegangen, weil ich rausgehen wollte, um mich zu heilen. Und was ist? Direkt vor dem Tauschfass, was mich natürlich heilt, ist mir natürlich nochmal so eine Biene entgegengeflogen, die mir meinte, ihre dummen Bomben ins Gesicht zu schlagen. Warum ich das jetzt gemacht habe. Ach, aber jetzt klappt's nicht, wenn ich eine Dampfattacke mache und dann einfach irgendwo random rüberlaufe. Oh ey, dieser Part, ne? Erst diesen dummen Kremlin-Knaller und dann der Scheiß hier mit der Kirul-Platte, ne? Und dass sie das auch nur ganz knapp ausgereicht hat, ne? Also Donkey Kong, deine ganzen Sachen hasse ich in dieser Welt. So, abgrundtief. So, bloß raus hier. Na gut, wir werden dann beim nächsten Mal noch ein bisschen weitersuchen, was wir noch alles hier mit Donkey Kong machen können. Ich stelle mich erstmal hier einfach sicher in die Ecke. Denn außer den dummen Eiszapfdingern greift mich hier nichts an. Und ich würde sagen, das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.